Hallo, ich bin noch gar nicht fertig geschminkt, aber der Bruno ist so süß. Ihr kennt es bestimmt, man sitzt immer viel zu lange am PC oder am Schreibtisch und dann ist man total verspannt im Nacken oder der Rücken tut einen weh. Und ich habe mir jetzt mal so ein Massagekissen bestellt bei Amazon. Das ist total cool. Dann kann man sich das einfach hinten beim Stuhl reinklemmen und wird massiert. Und dann kann man arbeiten oder man macht es abends auf der Couch oder im Bett. Auf jeden Fall ist das total angenehm. Man kann sich den Nacken massieren lassen oder den Rücken, kann das einfach unterschiedlich platzieren. Auf jeden Fall könnte ich jetzt arbeiten und mich gleichzeitig massieren lassen. Wie perfekt ist das, bitte schön? Bei Amazon gibt es so ein Video, manche machen es auch auf dem Bauch. Es tut echt gut. Also das Ding macht gute Arbeit, ich sag's euch. Und die Wärme ist auch total angenehm, aber man kann es auch ausstellen. Also man kann das Ganze auch ohne Wärme machen, aber es ist echt richtig angenehm. Jetzt ist wieder mit Wärme, dann leuchtet das Licht rot in die eine Richtung und das in die andere Richtung. Also es geht total einfach zu bedienen, einfach durchzuschalten. Und wenn ihr länger drückt, dann geht es aus. Und wenn ihr wieder länger drückt, dann geht es an. Und dann könnt ihr euch eben einfach durch die verschiedenen Modi durchdrücken. Das ist übrigens ein Shiatsu-Massagegerät. Das Kissen hat ein ergonomisches Design in gebogener Form. Ihr bekommt mit diesem Massagekissen eine 3D-Shiatsu-Tiefenmassage. Ihr habt vier tiefknetende 3D-Massagenoppen, die ahmen die Ein- und Auswärtsbewegungen einer professionellen Shiatsu-Massage nach. Falls euch die Massage zu fest ist, dann gibt es hier noch so einen Gurt mit dabei. Oder auch wenn es euch zu warm ist, den könnt ihr einfach mit so einem Klettverschluss um das Kissen rum machen und dann wird halt die Massageintensität gemildert, dass es halt ein bisschen sanfter ist, falls es euch zu fest ist. Also ich finde es richtig angenehm, mir ist es nicht zu fest, aber ja, falls ihr es ein bisschen sanfter mögt, dann gibt es auch dafür noch eine Lösung. Also dieses Massagekissen ist wirklich ideal zur Linderung von Rückenschmerzen und Verspannungen nach einem anstrengenden Tag. Also wenn ihr euch was Gutes tun wollt, dann schaut euch das mal an. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken. Bietet sich natürlich jetzt auch an als Weihnachtsgeschenk. Also falls ihr noch nichts habt, dann wäre das vielleicht eine Idee. Ihr könnt sogar mit meinem Rabattcode 5% sparen bei eurer Bestellung. Ich schreibe euch alles unten in die Infobox. Also probiert es gerne aus. Ich kann es euch empfehlen. Also ich finde es echt richtig angenehm. So, einmal mein Outfit heute, einmal diesen Kordrock und dazu habe ich diesen grünen Pulli kombiniert und diese Stiefelchen, die roten Ohrringe und Sternzeichenkette von meiner Oma. So, ich gehe jetzt noch ein bisschen spazieren und pflücken für die Babys. Ich habe ein bisschen Gras gefunden. Irgendwie habe ich mir gerade gedacht, das ist lange hell dieses Jahr noch. Also früher war es doch irgendwie im Dezember schon um, was weiß ich,
war dunkel und jetzt ist es irgendwie immer noch hell. Also kommt mir dieses Jahr irgendwie lang vor. Das letzte Mal, als ich hier bei der Burg war, war alles komplett eingeschneit. Jetzt ist alles wieder weggetaut. Ja, ein bisschen Gras findet man dann doch noch. Es fühlt sich an wie Frühling. Ich kann es nicht anders sagen. Aber schaut euch diesen wunderschönen Sonnenuntergang an. Es ist übrigens immer noch hell. Also keine Ahnung, aber schaut mal. Sieht man das? So schön. So, ich habe sogar ein bisschen Löwenzahn gefunden. Ach toll. Ah, hier sind sogar noch Schneereste, schaut. Also fürs Pflücken sieht man nicht mehr so viel. Aber es ist trotzdem hell. Oh, schaut mal, wie schön. Das sieht ja fantastisch aus. Oh, ist das schön. Ja, wunderschön. Der Mond, die Burg, wunderschön. Sieht einfach nur so fantastisch aus und die Kamera kann das gar nicht so einfangen. Ach, herrlich, hier ist es echt auch so schön. Mei, schön. Burg. Man denkt immer, da ist jemand, aber das ist die Fahne da oben, die da im Wind wachelt. Herrlich. Sieht wunderschön aus, wie so ein Meer, ein Sonnenuntergangsmeer. Das ist so blass. Es ist echt fantastisch und hier überhaupt dieser Ort, der ist so magisch und schön. Ich wusste gar nicht, dass die Glocke läutet. Das ist jetzt so richtig besonders. Die hat ja noch nie geläutet. Und auch noch so lang, die hört gar nicht mal auf. Da oben, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, aber die... Seltsam. Die hat noch nie gebimmelt. Die hört gar nicht mal auf. Es ist seltsam. Vor allem, wie man die Glocke da so hin und her schwingen sieht. Die Kamera zeigt es leider nicht, aber ist es irgendwie... seltsam schön. Jetzt ist Ruhe, aber sie bimmelt noch hin und her. Also sie schwingt noch. Okay. Ja, auch ein schönes Erlebnis. Das war jetzt irgendwie besonders seltsam schön. Das ist schön, Bruni. Isst du deinen Peppili-Pep selbstständig vom Löffel? Super. Ja, super. Prima. Wir öffnen zusammen Türchen Nummer, wo sind wir? 14, glaube ich. Ne, 14 habe ich schon aufgemacht. Dann machen wir Türchen Nummer 15 und dann 16 und dann sind wir aktuell. Also, in Türchen Nummer 15 ist hier dieser orange Knusper-Nougat. Und in Türchen Nummer 16 ist das hier.
Und das ist Karamelltrüffel. Den hatte ich ja schon mal, oder? Ach nee, Trüffel. Trüffel ist besser, weil das fester ist. Ja, schaut mal. Oh. Bruno kümmert sich um Erik und Erik möchte Liebe. Erik möchte so Liebe, gell, Erik? Ja. Oh, schaut. Erik möchte noch mehr Liebe. Auch jetzt gibt's. Gibt's ein Danke für Bruno? So, es gibt einmal Abendessen, als Vorspeise einen Apfel und eine Mandarine. Die Snuckelsuppe zum Abendessen mit Bohnen und Karotte und Lauch und Nockerla und eine Breze mit Salz und Butter. Guten Appetit! Bis morgen, tschüss!